Jetzt eskaliert der gesamte Machtpoker in Thüringen komplett und das BSW und die ganzen Altparteien sind nun wirklich am Ende und vor allem Mario Vogt ist wirklich riesig epochal gescheitert, während die AfD komplett siegt, denn diese ganze Brombeer-Koalition, die noch nicht mal in Thüringen die absolute Mehrheit hat, also SPD, CDU und BSW, droht nun komplett zu platzen, da das BSW diese ganzen Kompromisse von der CDU alle nicht mitträgt und die Waagrechte da auch nicht einknickt. Und vor allem Mario Vogt, der als einzige Aufgabe die Wahl, nachdem er die Wahl komplett verloren hat, einfach hatte, eine Regierung irgendwie zusammenzubasteln, die gerade noch so geht, auch damit scheitert er wirklich komplett, während Herr Höcke und ja, die AfD immer weiter als Alternative wahrgenommen werden und auch wirklich für die Bürger einfach aufzeigen, wir haben die Lösungen, doch die CDU, die tut sich lieber vom BSW auf der Nase herumtanzen lassen, als mit uns eine bürgerliche, freiheitliche Politik zu machen. Und damit führt der Vogt komplett vor. Und die Frage ist natürlich, vor allem wenn diese Koalition jetzt platzt und es dann wirklich endlich im April dann die Neuwahlen gibt, ja, regiert dann die AfD, weil es gibt ja irgendwann keine andere Möglichkeit mehr. Denn vor allem, wenn es jetzt wirklich Neuwahlen gibt, weil die Regierungsgespräche, wie es jetzt ja auch passiert ist, komplett geplatzt sind, dann gibt es Neuwahlen. Und die Frage ist natürlich, die AfD, die wird wirklich den Himmel blau färben. Die werden ein Ultra-Ergebnis erzielen. Das ist ja klar. In neuen Umfragen haben sie schon wieder 38, 39% und die Union hat nur noch 20. Also die Frage ist dann auch, ob die AfD dann danach weiter regiert. Warum das Ganze jetzt so eskaliert, schauen wir uns mal direkt an. Die Bild hat hierzu nämlich gerade schon geschrieben, seit 6 Wochen planen CDU, BSW und SPD in Thüringen ein sogenanntes Brombeerbündnis. In vielen landespolitischen Fragen herrscht Einigkeit. Trotzdem droht der Regierungssitz zu platzen, denn in diesem Machtpoker gibt es eine kompromisslose BSW-Gründerin, Sarah Wagenknecht, ja, und die macht ja nicht mit, die blockiert das alles und das lässt sich natürlich die CDU auch nicht bieten, weil ich meine, der Mario Vogt und so weiter, der hat es ja zum Beispiel gleich mal, das ist ja mit die größte Blamage, hat die Wagenknecht, hat er ja gleich mal den Vogt in Berlin antanzen lassen, um mal gleich mal klarzustellen, wer hier die Hosen anhat. Das war ja schon das erste Peinliche. Aber jetzt eben, besonders in ihren Positionen, Krieg und Frieden, macht sie nicht mit. Sie will das in dem Koalitionsvertrag drin haben, sonst macht sie es nicht. Und vor allem mit ihrer Haltung zu Israel, da provoziert sie jetzt richtig, denn hier, denn der Krieg des jüdischen Staates gegen Hamas und Hisbollah-Terroristen nennt sie einen Vernichtungsfeldzug. Frauen und Kinder würden wahllos ermordet. Also damit tut sie vor allem die CDU und Vogt komplett provozieren, weil wie will denn die Union mit einer Partei zusammenarbeiten, die bei der USA-Politik, die bei der Israel-Politik und bei den ganzen Ukraine-Sachen nicht mitmacht, ja? Also, und der Sonntagstrend, der ist ja sogar noch schlimmer, weil die Union, ich meine, die hängen jetzt hier bei 31% fest, das ist ein gutes Ergebnis, aber das BSW 9% und die AfD, okay, die AfD hat jetzt nicht mehr die zwei vorne, aber die AfD holt immer mehr auf und das Parlament wird dann auch immer einseitiger, wenn die AfD so stark ist, hier die FDP 4% wird rausfliegen, Union 31, Grüne 11, SPD 16, BSW 9, die Linke wird genauso wie die FDP auch weg sein nach der Wahl. Ja, und dann gibt es keine andere Möglichkeit. Und das ist ja jetzt in Deutschland, ja, in Thüringen ist es noch 10-mal krasser. Und es ist wirklich skandalös, wie Mario Vogt hier Politik macht gegen die Wähler, weil am Ende des Tages die Mehrheit der Wähler nicht nur im Umfang, sondern auch durch das Wahlergebnis wünscht sich eine bürgerliche Mitte-Rechts-Koalition aus der CDU und der AfD. Doch die zieht er noch nicht mal in Betracht, er führt ja noch nicht mal Gespräche mit der AfD, doch damit erleidet er jetzt endgültig Schiffbruch und ist jetzt wirklich komplett am Ende, weil was hat er noch für Möglichkeiten? Er hat die einzige Möglichkeit, die Gespräche platzen zu lassen, weil das irgendwas mit der USA-Bindung und mit Israel und so weiter in dem Koalitionsvertrag drinsteht, das glauben die doch selber nicht. Das wird der Mario Vogt bzw. die Parteizentrale in Berlin doch in 1000 Jahren nicht mitmachen. Dann kann der Vogt jetzt schon gehen, wenn er das jetzt irgendwie auch nur irgendwie zustimmt, ja? Also da gibt es keinen Kompromiss. Es kann keinen Kompromiss geben. Entweder er steht drinnen oder nicht. Und Vogt kann es nicht reinschreiben. Also ist er am Ende erst handlungsunfähig. Ja, kann man so sagen. Weil der Unterschied ist halt einfach, das BSW, die haben keinen Druck. Wenn es Neuwahlen gibt, laut neuen Umfragen, gewinnen sie sogar noch mehr dazu. Ja, bei der Wahl, da hatten sie ja
16-18% ungefähr, in neuen Umfragen haben wir schon 20-22%, ist schon die 2 vorne dran. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, fast schon stärker wie die CDU, also das BSW hat keinen Zeitdruck. Die haben die Macht und die haben sie eben nicht nur in Thüringen, die haben sie auch in Brandenburg, die haben sie auch genauso gut in Sachsen. Und das BSW tut hier jetzt zum Partycrasher agieren, also die machen da auch nicht mit. Und Vogt ist ja vor allem der, der da richtig nach dieser Wahlschlappe unter Druck steht, denn Wagenknecht, die lässt sich das auch nicht bieten, weil ich meine, wenn die jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, nee, wir schreiben es nicht rein, warum? Nennen Sie mir einen Grund, warum sie das machen sollte. Damit würdest du die Wähler komplett verraten und was sogar noch schlimmer wäre, damit gibt es keinen Grund mehr, sie zu wählen, weil was hat sie dann für eine Politik, wenn sie sich nicht so wirklich krass für den Frieden einsetzt? Wofür steht sie denn dann noch? Dann zeigt sie ganz klar, sie ist in Wirklichkeit keine Alternative und das kann sie auf keinen Fall machen und sie hat auch 0,0 Druck. Also wird es wieder daran scheitern, dass Mario Vogt so richtig unter Druck gerät und einfach nichts machen kann. Ja, er kann nichts machen. Und wir schauen uns jetzt gleich noch weiter an, weil dieses riesige Machtdilemma, das wir da in Thüringen sehen, das wird von Tag zu Tag nur noch schlimmer, weil die Gespräche, ich meine, man kann zum Beispiel lesen, hier, geben wir es mal ein, Vogt treffen bei Google, habe ich gestern mal gemacht, dann kommt hier, Vogt lädt CDU, SPD, hier BSW, lädt sie die ganze Zeit an, der lädt sie gefühlt täglich zum Gespräch ein. Doch der Unterschied ist halt einfach, diese drei Parteien haben zusammen 44 Sitze im Thüringer Landtag. 44. Für die Mehrheit braucht man 45. Das heißt, drei Parteien zusammen, ja, diese sogenannte Promberg-Koalition hat noch nicht mal die Mehrheit. Das schießt den Vogel komplett ab, ja. Das lesen wir hier mal noch weiter, weil der Unterschied ist auch eben diese Anwesenheit, diese Abhängigkeit, wenn man nicht vom BSW auf die hören will, dann muss man zum Beispiel auf die Linkspartei hören, ja. Mit der AfD, mit denen geht es ja auf keinen Fall. Mit dem riesigen Wahlsieger, mit dem kann man ja auf keinen Fall koalieren. Denn hier, die Bild schreibt noch weiter. Gleichzeitig profitierte Wagenknecht mit Blick auf den Bundestagswahlkampf vom ungelösten Machtdilemma der Thüringer CDU. Denn deren einzige Regierungsalternative ist entweder eine Minderheitsregierung mit der SPD, die bei jeder Abstimmung auf ein Dutzend Feindstimmen von AfD, BSW oder Linkspartei angewiesen wäre oder eine Koalition mit der rechtsextremen Höcke-AfD. Ja. Was besonders interessant ist, ja, der Vogt hat ja gesagt, Minderheitsregierung, nö, er will eine stabile Regierung. Ja, wie soll das dann möglich sein? Das heißt, auch das ist für ihn keine Möglichkeit. Ja. Hier, Bild schreibt noch weiter, immer wieder gibt es Zoff. Vergangene Woche platzte ein Sondierungstreffen. Stattdessen gab es 2 Krisensitzungen. Diese Woche entscheiden die Landesvorstände von CDU, SPD und BSW, ob sie grünes Licht für Koalitionsverhandlungen geben, dann könnte es wieder knallen. Und hier ist ein riesiger Streit und Eskalation schon vorprogrammiert. Ja, es wird keinen anderen Weg mehr geben, weil der Unterschied ist halt einfach, vor allem in der Politik mit einer Partei wie der AfD oder mit einer Partei wie dem BSW, die kommen doch extra in die Politik, die werden doch extra dafür gewählt, dass sie kompromisslos, knallhart ihre Linie durchbringen, ja? Und dann glauben doch nicht diese ganzen Altparteien, ob es jetzt die Union ist oder auch die SPD, die glauben doch nicht ernsthaft, dass die dann plötzlich das einzigen großen Grund, dass man die Wähler sich darauf verlassen, dass es eingehalten wird, dass sie es dann einfach verraten. Also schön blöd werden sie ja. Das würden sie niemals machen. Und nur um in die Regierung zu kommen, das ist ähnlich wie bei der FDP. Was hatten die FDP davon? Ich meine, die sind jetzt in der Regierung. Schön und gut, ja. Wie lang noch? Ja, weiß ich nicht. Entweder es gibt Neuwahlen schon ab Weihnachten rum oder eben ab nächsten Jahr. Dann werden sie knallhart rausfliegen. Und nicht, weil keiner mit ihnen zusammenarbeiten will oder kann, weil sie viel zu unbedeutend sind. Nein, die werden ja wahrscheinlich nicht mal mehr im Bundestag reinkommen. Also warum sollte es eine Partei wie die AfD oder das BSW dann machen, damit würden sie sich selbst ein Eigentor schießen, sag ich mal so. Ja, das ist wirklich unglaublich. Lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren da, wie die CDU hier wieder einmal den Wählerwind ignoriert, anstatt sie einfach mit der AfD reden.